Herzlich willkommen zu Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Kapitel 2, Entdeckung auf Kamino. Wie mit unserem Zerstörer oder Ivan fragt sich, woher kam dieser Giftpfeil? Ne, nicht mit Zerstörer, sondern mit diesem Schnelligkeitsring. Für eine Basis auf Kamino. Was ist das hier? Ich frag mich echt, was das hier ist. Was soll wohl diese Basis sein? Nein, natürlich ist es, für die, die es schon wissen, die Basis von niemanden. Nein, aber hier werden die Klone hergestellt. Okay, frag mich, wann man darüber kommen kann. Ist mir aber jetzt gerade scheißegal, weil... Ach, scheißegal. Nein, Spaß. Nee, aber mir ist wirklich gerade egal, weil ich ja eigentlich nur drauf aus bin, mit euch die Story zu schließen. Dann mache ich ihn noch rückwärts. Okay, Jaja Binks ist hier auch gefragt. Was für ein Zufall, dass wir ihn noch nicht haben. Also jetzt im Projekt schon, aber halt, ich habe ihn auch noch nicht freigeschaltet, weil ihr habt ja gemerkt, was am Anfang der letzten Folge passiert ist. Alles weg. Was schon echt scheiße war. Warum ist so eine dramatische Musik? Wusste doch, dass was bringt. Okay, wir gehen jetzt aber weiter, weil ich will ja die Story zeigen. Mehr vor der Story. Oh mein Gott.
Er bemerkt was sehr Schlimmes. Kleine Lego-Stückchen. In einem Drehungsroboter-mechanischen Ding. Okay, wir sollten jetzt lieber schleunigst weitermachen. Ja, aber echt jetzt. Das ist cool. Und gleichzeitig irgendwie total verwirrend, warum kleine Lego-Plättchen. Natürlich, wir brauchen den Spasten. Let's make that. Und er macht uns die Tür auf und wir können ganz leicht durchspazieren. So, Leute. Wir sind hier. Was will er uns zeigen? Oh nein! Die Kopfgeldjäger fliehen! Was zum Teufel? Oh nein. War das eine Falle? Wir wissen es nicht. Und er geht hier ganz entspannt. Warum kann der ganz entspannt gehen und wir müssen uns so beeilen? Okay, wir sollten den jetzt schleunigst nach. Wo ist eigentlich sein Sohn hin? Okay, der ist irre, oder? Der ist irre. Weg. Komm jetzt, du musst dich beeilen, Obi-Wan. Da vorne ist der Typ. Aber du hast noch genug Zeit, um das Teil hier einzusammeln. Jetzt beeil dich. Er ist in diesem großen Ding. Ach so. Kanon. Ist er wirklich K9? Ich hab grad echt nicht gedacht, dass er K9 heißt. Jetzt komm, Obi-Wan, wir müssen hier rüber. Ich wusste, dass er das vermacht. Aha. K9, öffne die Tür. Schnell! Er wird entkommen. Das weiß ich nicht. Da hinten! Er hat in die Luft gesprengt. Was für ein Schandling. Schnell! Schnell R4, P9, P17 meine ich. Geschafft. Schnell durch die Tür. Wir müssen ihn jetzt retten. Nee, nicht retten. Wir müssen ihn holen. Er hat das getan, was jeder normale Mensch schaffen würde. Los, Obi-Wan, schnapp ihn hier. Oh nein, entkommt er? Nein! Sein Sohn wartet bereits. Jetzt ist sein Sohn den ganzen Weg vorgerannt. Nein. Puh, erst kommt zum Duell.
Und sein Sohn fliegt weg. Nein, sein Sohn hilft ihm. In einem fetten Megaschiff. Jetzt brauche ich K9. Entschuldigung, dass ich ihn K9 nenne. K9 ist dieser Hund, glaube ich. Hier rüber. Mann, wechsel zu einer Seite, du Spaß. Wechsel jetzt zu einer Seite. Danke. Soll man das neu laden oder? Ich habe mir auf jeden Fall falsch gedacht, dass. Ach, vielleicht. Das Schiff soll nur ablenken. Oder bekomme ich dafür was, wenn ich das abknalle? Nein, der Junge hat uns weggeschreut. Und er geht hier ganz entspannt. Aber Obi-Wan hat noch einen Peilsender angehabt. Was? Wohin fliegt er? Obi-Wan fliegt natürlich hinterher. Aber was dann passiert, das weiß man nicht. Deswegen erfahrt es selbst, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Folge dann schon die ganzen Charaktere freigeschaltet haben und Co. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich nur sagen, ja, das waren 2 Level. Die fand ich eigentlich recht cool und ich hoffe, die waren in einer besseren Qualität als die anderen Level. Auch weil Sound drin war. Und deswegen. In der nächsten Folge gibt es dann für euch Druidenfabrik. Ja, genau. Die Druidenfabrik ist ja auch entstanden.
Die alle werden wir noch verschalten. Okay. Kann ich mal bitte den Klon holen? Klon, wo bist du? Wahrscheinlich hier. Da ist er, der Klon. Naja, eigentlich wollte ich der Klon sein. Ooh yeah, nice dude. Nice dude. Ja, aber die, gegen die komme ich immer noch nicht an. Nein, schnell. Ich muss hier weg. Auf jeden Fall, so sieht der Klonkrieger aus und deswegen Klon. Ciao. Ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zusehen. Wir haben 2,8%. Das wird sich ändern. Und wir bleiben hier stehen. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir haben den Klon. Wir haben Episode 2. Was immer mehr. Und ja, ich hoffe, es euch gefällt. Und deswegen, wenn es dir gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch da. Oder euch gebt einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu seid, abonniert doch den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und ciao, Leute.